Dann probieren wir mal die in der Werbung so hochgepriesene Dilemma. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es mal nicht um einen Film, aber um etwas, was mich natürlich auch tangiert, denn ich bin YouTuber, weil ihr seht mich hier in so einem Kästchen, ich bin wahrscheinlich YouTuber. Und es geht heute um den Webvideopreis 2016. Bevor ich jetzt elaborat über den Webvideopreis 2016 spreche, muss ich forgermäßig mal kurz erklären, wo ich herkomme. Ich studiere seit 8 Semestern Lehramt auf Gymnasium für Englisch und Geschichte und seit 2 Semestern Medienpädagogik. Und das ist sehr interessant, weil ich von der einen Seite als Pädagoge bzw. als Lehrer draufblicken kann auf diesen Sachverhalt und von der anderen Seite halt als YouTuber. Und ich finde diesen Webvideopreis auf der einen Seite grandios, auf der anderen Seite ganz, ganz, ganz grausig. Denn im ersten Augenblick ist es so eine Art, wir wollen mitspielen. Und es wirkt wie eine Farce, es wirkt ein bisschen gekünstelt und forciert. Aber das hätte man wahrscheinlich vor 88 Jahren bei den Oscars gesagt, als die Academy Awards zum ersten Mal verliehen wurden. Also warum brauchen wir hier einen Preis? Natürlich, das ist industrielles Schulterklopfen. Da kommen halt die Größen einer Industrie zusammen, um sich selbst zu beweihräuchern, um zu sagen, Mensch, das haben wir ja ganz klasse gemacht. Ich finde die Kategorien im ersten Augenblick ein bisschen merkwürdig, aber klar, das Ding steht in den Kinderschuhen und die müssen halt auch erstmal ihren Weg finden. Das finde ich, das ist komplett in Ordnung. Und aus dem Grund darf man jetzt auch nicht irgendwie so wettern über den Webvideopreis. Es gibt allerdings so ein paar Problemchen, die ich da gesehen habe. Zum Beispiel die Kategorien. Wir beginnen einfach mal direkt dabei, was ich gesehen habe. Also ich habe die ganze Gala, habe ich mir angeschaut und auch diesen Red Carpet davor. Und mein Gott, du bekommst halt echt das Gefühl, wir wollen mitspielen. Aber ich finde das gut, denn YouTube sollte langsam bei den Großen mitspielen dürfen. Denn das ist das Medium unserer Zeit und das verändert die Gesellschaft, wie wir sie sehen. Das merkt man ja auch mit diesen Dingern hier, jeder hat eins, höchstwahrscheinlich. Und dieses ganze Ding mit Twitter und Facebook und Tumblr und alles Mögliche, das ist eine so große Interkonnektivität, die diesen YouTube-Stars eine komplett neue Basis an Fandom und Kommunikation bietet. Und aus dem Grund sollte man das nicht negieren und sich darauf einlassen und ein bisschen mal nachdenken darüber, weil das ist die Zukunft, wir können es nicht ändern und man sollte es auch nicht ändern, man sollte es höchstens modifizieren. Das Einzige, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das ist extrem verdient, war der Preis für David Hein für, ich zitiere, das erstaunliche Leben des Fabian Sigismund. Das war ein super Video und mitunter auch der Grund, wieso es YouTube gibt. Dass man im Endeffekt so einen Shit auch mal zeigt. Im Jahr davor hat der Fabian Sigismund, glaube ich, für das Netzwerk den Preis abgeräumt. Finde ich klasse, dass da halt auch echt Talent gewürdigt wird. Aber es wird nicht immer Talent gewürdigt, es wird halt auch oft Reichweite gewürdigt. Und jetzt zum Beispiel bei Newcomern, da habe ich immer so eine kleine Krux. Natürlich, die Bandbreite ist riesig. Es gibt so viele Leute, die YouTube machen und es gibt auch so viele Newcomer und es gibt so viele Leute, die Erfolg haben. Aber bestimmte Newcomer, ich finde, natürlich ist es eine Jury. Einmal die Jury und einmal das Publikum, was da entscheidet, also die Zuschauerschaft. Und daraus wird dann quasi, da werden dann die besten drei rausgewählt und dann am Schluss bekommt einer sein Sternchen. Ich finde, da fallen ein paar unter den Tisch, einfach durch diese Art des Auslesens. Ein paar Dinge, die mich jetzt echt gewundert haben. Und ich weiß, der Preis steckt noch in seinen Kinderschuhen. Die müssen das auch erstmal austangieren, wo sie sich hinbewegen und wo sie was machen und wo nicht und was macht Sinn und was nicht. Aber ich finde, dieses Person of the Year ist interessant und genau darüber möchte ich mit euch reden. Julien Bam ist Person of the Year Male. Also quasi der beste Schauspieler. Der hat's verdient, der macht super Content auf YouTube und ist einer der wenigen aus diesem deutschen High-YouTube-Dings, wo ich mir jetzt sagen würde, ja, okay, der hat's verdient und weil der macht wirklich was. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld diese Leute verdienen, denn. Aber er macht was für sein Geld und er zeigt wirklich, was er kann. Und das finde ich großartig. Auf der anderen Seite haben wir Person of the Year Female und das ist Melina Sophie geworden. Und ich muss sagen, ich schaue die ganz gerne. Das liegt allerdings daran, dass es ist ein hübsches Mädel und sie hat Humor.
Aber es ist halt irgendwie nicht Person of the Year. Es ist nicht so kreativ. Ich hätte da eher vielleicht mir relativ egal gesehen. Eine Person, die es halt schafft, irgendwie Humor und Intelligenz in einem Video zu verpacken und das großartig darzubieten, das wäre für mich eher so eine Person of the Year. Denn YouTube sollte ein bisschen mehr Self-Awareness zeigen und auch ein bisschen selbstkritisch auf sich blicken. Und das gibt es natürlich im englischsprachigen YouTube, da sind die halt alle schon ein wenig selbstkritisch. Das ist im deutschen Raum ist das noch nicht so, weil die halt alle irgendwie gerade auf Wolke 7 schweben, auf Wolke 71. Und da müssen sie halt ein bisschen so zeigen, was sie können. Das ist so pseudo-elitäres VIP-Gehabe. Und das merkt man halt schon sehr. Person of the Year Female Melina Sophie, die macht halt Vlogs, macht ab und zu ein paar redundante Videos auf ihrem Hauptkanal. Das, wofür ich sie eigentlich mag und was ich gerne schaue, sind diese Tour-Vlogs, wenn sie mit der Gangtour unterwegs ist, denn ich mag einfach das sehen, wie wenn Leute so auf Tour sind und wenn die irgendwas machen und dann schwenkt man dann so auf die Typen, die gerade die Traversen zusammenbauen, da gibt es Soundtrack und dann Test, Test, Testicles und so weiter. Das mag ich. Und das macht auch Spaß, aber jetzt Person of the Year. Ich weiß es nicht. Das ist dann auch mal auf jeden Fall der Fundus für eine andere Art von Video, dass ich mal über YouTube Deutschland spreche und wie sich das so in meinen Augen so ein bisschen grausig entwickelt. Aber das ist eine andere Sache. Alles in allem, ich finde diesen Webvideopreis eine schöne Sache. Nur gehen die für mich in die falsche Richtung. Denn zum Beispiel, wenn du dir dann anschaust, die Kategorie Commercial, früher hieß das Werbung, das hat natürlich Edeka gewonnen, weil die einen hochglanzproduzierten Werbespot hochgeladen haben auf ihrem YouTube-Kanal. Und das negiert einfach genau das, für das dieses Medium eigentlich bekannt ist, und zwar Broadcast Yourself. Das sind Typen wie ich, die einfach eine Kamera aufstellen und dann in die Kamera reinfaseln. Und es gibt großartige Videos von Leuten, wo jetzt kein Konzern dahinter steht. Und das wäre natürlich was ganz Großartiges, wenn die Leute dann für Commercial irgendwie nominiert werden und dann auch gewinnen. Denn das sollte man kommunizieren. Weil wenn jetzt dann irgendjemand wie Edeka gewinnt, mit einem Hochglanzwerbespot, der im Fernsehen läuft, und den haben sie halt hochgeladen für YouTube, das ist eine Farce. Denn das negiert eigentlich alles, für das YouTube steht. Und das ist ein bisschen schade. Das war auch wie vorletztes Jahr, glaube ich, war das, wo Kollegah, der eine riesige Fanbase hat. Und naja, der hat da seinen YouTube-Kanal initiiert und dann hat er auf einmal 2 Millionen Subs gehabt und dann war er natürlich der Newcomer des Jahres. Und der war in so vielen Kategorien nominiert. Aber es ist kein Wettbewerb mehr. Dieses Medium und der Preis muss ein bisschen verstehen, was er denn küren möchte. Wenn jetzt ein Kollegah kommt mit einer riesigen Fanbase und er geht dann quasi auf ein neues Medium, ein neues Format, natürlich bekommt er dann super viele Abos und natürlich ist er erfolgreich, weil er ist schon erfolgreich. Aber darum geht es nicht bei YouTube. Es geht natürlich schon um Erfolg, aber es geht nicht darum, den Erfolg, den man woanders hatte, auf das Medium zu bringen und dann quasi sich die Lorbeeren einheimsen für Dinge, die man zwar schon geleistet hat, aber nicht geleistet hat auf diesem Medium. Das finde ich, da muss die Jury noch so ein bisschen daran arbeiten. Und jetzt kommen wir noch zum besten Video, also quasi der beste Film, der Hauptpreis überhaupt. Das hat der Bruder von Julian Bam bekommen und das war für dieses Darth Maul Apprentice Video. Ich muss sagen, das Ding wird ein bisschen, naja, unverdient gehypt. Es ist ein super Video und es ist für YouTube-Verhältnisse ist das großartig. Und ich finde den Preis auch gerechtfertigt. Trotzdem verstehe ich den Hype um dieses Video nicht. Es ist ein Fanfilm, der natürlich super produziert ist. Und aber alle tun irgendwie so, als hätte jetzt der Typ mit seinem Drehteam irgendwie das Rad neu erfunden. Nee, das ist ein Fanfilm, wie du es in den USA zuhaufe siehst. Und da frage ich mich, ist der jetzt gekürt worden, weil er so ein Wannabe-USA-Tuber ist? Oder ist er gekürt worden, weil das wirklich kreativer Content war? Ich würde sagen, es ist ultra professionell produziert worden. Es macht Spaß, das anzuschauen. Und es ist wirklich eine schöne, runde Sache, ein schniekes Video geworden. Macht es das nicht in der Zukunft, dass ihr irgendwas nehmt, was hochglanzproduziert ist und
halt irgendwie auf den Sporen jemandes anderen beruht. Denn das ist ja eigentlich Star Wars Content und es ist eigentlich Lucasfilm und es sind Figuren, die copyrighted sind und man arbeitet natürlich mit dem Material von jemandem Fremden. Das heißt, der Creative Ground ist jemandes anderen Bier. Und daraus kann man natürlich was ganz Großartiges machen, aber es spiegelt nicht unbedingt wider, was YouTube ist, dieses Broadcast Yourself. Natürlich sind Fanfilme super und ich habe jetzt nichts Schlechtes über dieses Ding gesagt. Ich finde aber nur, dass man in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten sollte, dass man so Standalone-Dinge als das Video des Jahres irgendwie nominieren sollte und auch küren sollte. Weil da liegt der Sprit. Geht mal so in den Bereich, wo echt mal was 100% Eigenes kreiert wurde, weil das ist die Quintessenz von YouTube. Gut, dann waren es jetzt so meine Ideen zum Webvideopreis 2016. Lass mich deine Gedanken wissen, schreibe sie unten in die Kommentare. Hast du ihn geschaut? Hast du mitgefiebert? Hast du auch deine Stimme abgegeben? Whatever. Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und es ist gerade EM. Und wir müssen schauen, wie das jetzt läuft mit unseren Deutschen.